Hi Leute, heute reden wir über ein Thema, was uns früher oder später alle mal betrifft, und zwar die Lohnsteuerklassen. Wir wollen ja wissen, wie viel bleibt letztendlich netto vom Brutto übrig. Und dazu schauen wir uns in diesem Video mal die verschiedenen Lohnsteuerklassen an und ob es auch einen steuerlichen Vorteil bringt, wenn man heiratet. Es soll ja Leute geben, die nur aus diesem Grund heiraten. Und welche Lohnsteuerklassen da überhaupt in Frage kommen, das erfahrt ihr in diesem Video. Auch am Ende gibt es auch nochmal ein schönes Beispiel. Und wir starten erstmal mit einer Übersicht. Also insgesamt gibt es 6 Steuerklassen in Deutschland. Steuerklasse 1 ist ledig, verwitwet, getrennt, geschieden und kinderlos. Steuerklasse 2 ist alleinerziehend. Steuerklasse 3 verheiratet, Lebenspartner ist in Steuerklasse 5. Ah, interessant. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Steuerklasse 4 auch verheiratet, automatische Gruppierung. Das heißt, wenn ihr heiratet, werdet ihr automatisch erstmal in Steuerklasse 4 gruppiert. Das könnt ihr aber noch ändern. Und Steuerklasse 5 verheiratet, Lebenspartner in Steuerklasse 3. Und Steuerklasse 6 mehrere Beschäftigungsverhältnisse, also ihr habt mehrere Jobs und da hat man die höchste Steuerlast. So, interessant ist ja jetzt erstmal diese ganze Heiratsgeschichte. Ja, also wenn ihr heiratet, okay, wie läuft das Ganze jetzt ab? Grundsätzlich kann man sagen, man muss immer auf die Zahl 8 kommen. Ja, also warum 8? Entweder 3 und 5, ja, Steuerklasse 3 und 5, da kommt man ja insgesamt auf 8, 3 plus 5 ist 8, oder 2 mal Steuerklasse 4, ne? 2 mal 4 ist auch 8. Also diese Möglichkeiten bestehen, entweder 3 und 5, 5 und 3, oder beide in 4, da kommt man insgesamt auf 8. So, ein Beispiel. Wir schauen uns mal die Linda an. Die Linda, die hat einen super Job, ja, die ist Single, also daher in Steuerklasse 1, und die verdient 60.000 Euro im Jahr, okay? So, jetzt ist es in Deutschland so, dass man einen sogenannten Grundfreibetrag hat. Der ist aktuell im Jahr 2021 9.744 Euro. Ja, der ändert sich jedes Jahr. Grundsätzlich wird er jedes Jahr mehr. 2021 9.744 Euro. Dieser Grundfreibetrag wird abgezogen von den 60.000, sodass wir auf eine Summe von 50.256 Euro kommen. Und das ist das zu versteuernde Einkommen. Also von diesen 50.000 Euro und ein paar zerquetschten werden quasi Steuern erhoben. Nicht von den 60.000. Ja. Also dieser Grundfreibetrag ist was Gutes für uns. Ja. So weit, so gut. Ja. Auf die 50.256 Euro zahlt die Linda Steuern. So, und jetzt heiratet die Linda. Die Linda heiratet, und zwar den Alex. Ja. Also für Linda ändert sich erstmal nichts. Sie wird automatisch in Steuerklasse 4 gruppiert, habe ich ja anfangs schon gesagt. Und der Alex genauso. Ja, Steuerklasse 4. Und beide haben einen Grundfreibetrag. Der Alex verdient jetzt aber nur 30.000 Euro. Der arme Schlucker. Und hat auch einen Grundfreibetrag von 9.744 Euro. Und hat dann ein zu versteuerndes Einkommen von 20.256 Euro. Ja. Soweit, so gut. Ne? Also beide in Steuerklasse 4, beide haben jeweils einen Grundfreibetrag. So, jetzt sagen die aber zu Recht, ja Moment mal, die Linda, die verdient doch eigentlich viel mehr. Es macht doch vielleicht Sinn, dass man da irgendwie was ändern könnte. Ja, und da kommt jetzt die Steuerklasse 3 und die Steuerklasse 5 ins Spiel. Also Steuerklasse 3 macht an der Stelle mehr Sinn, weil der Alex, der schenkt jetzt quasi, Achtung, Special Effect, vroom, seinen Grundfreibetrag der Linda. Und die Linda hat dann jetzt quasi einen Grundfreibetrag von 19.488 Euro. Also der hat sich verdoppelt. Und da hat sie quasi nur noch ein versteuertes Einkommen von 40.512 Euro. Während der Alex, hier rechte Seite, keinen Grundfreibetrag mehr hat. Ja, also beide Grundfreibeträge werden der Linda zugeschrieben. Und dadurch verringert sich ihr versteuerndes Einkommen. Und das ist ein Vorteil, weil Deutschland, ja, da gibt es einen progressiven Steuersatz. Das heißt, je mehr du verdienst, desto mehr Steuern zahlst du. Und jetzt zahlt die Linda nicht mehr auf die 60.000 Euro Steuern, sondern nur noch auf die 40.000 Euro. Ja. Und das macht einen steuerlichen Vorteil jeden Monat aus. Das ist gut für Linda und auch für Alex, wenn er denn was abbekommt. Ja, so, jetzt könnte man ja sagen, alles top, so kann man es doch immer machen. Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Wenn man in Steuerklasse 3 und 5 oder 5 und 3 eingruppiert wurde, dann ist man in Deutschland verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und hier wird halt so getan, als wäre gar nichts passiert, als wäre man in 4 und 4. Also man wird so wie 4 und 4 bewertet.
Und daher ist es dann so, dass ihr am Ende entweder weniger Steuern zurückbekommt oder worst case, also im schlimmsten Fall sogar Steuern nachzahlen müsst. Das heißt, dieser Vorteil, den man aus 3 und 5 hat, aus dieser Kombi, der ist nur temporär. Ja, viele Steuerberater sagen halt immer, ja, wenn der eine mehr verdient als der andere, wesentlich mehr verdient, dann sollte man 3 und 5 bzw. 5 und 3 wählen. Wenn beide gleich verdienen, 4 und 4. Und ja, man hat quasi jeden Monat dann diesen Vorteil in dieser Steuerklasse, aber am Ende wird dann quasi nochmal ein Strich drunter gemacht und da kann es halt passieren, dass ihr dann Steuern nachzahlen müsst. Deshalb seht ihr, es ist nicht so ganz so einfach. Deutsches Steuerrecht sowieso ist das komplizierteste auf der Welt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und jetzt auch hier euch das veranschaulichen, wie das Ganze jetzt hier so abläuft. Wie gesagt, also pauschal kann man sagen, wenn ihr beide gleich verdient, dann macht 4 und 4 durchaus Sinn, das ist auch irgendwie gerecht. Und wenn ihr sagt, oh, ich will aber monatlich mehr Geld in der Tasche haben insgesamt, dann macht die Kombi 3 und 5 Sinn. Aber seid euch bewusst, dass bei der Steuererklärung dann ein böses Erwachen kommen könnte. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst doch ein Abo oder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Tschüss. Ciao, ciao.